Einkommensanrechnung, Grundrente. Wird das Einkommen des von mir getrennt lebenden Ehegatten auch auf meinen Grundrentenzuschlag angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe auch hier wieder eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen. Da schreibt mir also ein Kunde, ein Mann, dass er eine kleine Rente hat und die gesetzliche Rentenversicherung hat ihm den Grundrentenzuschlag ausgerechnet. Der führte zu einer Erhöhung seiner Altersrente. Aber jetzt kommt das Problem. Er ist verheiratet, aber getrennt lebend. Und die deutsche Rentenversicherung rechnet das Einkommen der getrennt lebenden Ehegattin immer noch mit an. Und das sorgt ja bei unserem Kunden für größte Überraschung und auch Ärgernis und sagt, wie kann das sein? Ich lebe doch mit dieser Frau gar nicht mehr zusammen. Für eine Scheidung reicht bei ihm einfach das Geld nicht aus. Wie ist die Rechtslage, Herr Knöppel? So die Frage. Da kann ich nur leider sagen, die Rechtslage ist relativ eindeutig. Einkommen beim Grundrentenzuschlag wird nicht nur das Einkommen des Berechtigten selbst angerechnet, sondern auch das Einkommen des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners. So sagt es das Gesetz. Und ich gucke hier gerade mal in so eine Gesetzesbegründung rein und da steht drin, zur Erhöhung der Zielgenauigkeit des Grundrentenzuschlags ist dabei nicht nur das eigene Einkommen des Berechtigten, sondern auch das Einkommen ihrer Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner zu berücksichtigen. Damit wird dem durch die Ehe bzw. die eingetragene Lebenspartnerschaft ausgedrückten Willen, dauerhaft eine Wirtschaftseinheit zu bilden und der damit einhergehenden gegenseitigen Unterhaltspflicht Rechnung getragen. Und jetzt kommt das entscheidende Kriterium. Dies gilt auch für dauernd getrennt lebende Ehegatten, da sich weder aus dem § 97a SGB 6 noch aus der Gesetzesbegründung eine Ausnahme von der Anrechnung des Einkommens des Berechtigten und seines Ehegatten ergibt. So sieht die aktuelle Rechtslage aus. Das heißt also, solange wie Sie dauerhaft von Ihrem Ehegatten getrennt leben, nicht geschieden sind, wird auch dessen Einkommen, was der hat, an den Grundrentenzuschlag, den Sie selber erwirtschaftet haben, ermittelt. Sie werden sich vielleicht sogar dann auch noch doppelt ärgern, wenn Sie dann nämlich die Scheidung noch einreichen, dann kann es passieren, dass Ihr Ehegatte möglicherweise sogar noch an Ihrem Grundrentenzuschlag einen Anspruch auf einen Versorgungsausgleich hat. Das heißt also, dass hier Ihnen praktisch Entgeltpunkte, die Sie durch die Rentenversicherung gutgeschrieben bekommen, dann im Rahmen des Scheidungsverfahrens Ihnen wieder weggenommen werden. Also Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Das sieht nicht gut aus für Sie. Das heißt also, Sie werden leider dass sich so lange das Einkommen Ihres Ehegatten anrechnen lassen müssen, solange wie Sie nicht geschieden sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.